Was war da mit Jan Hofer los? Der Sprecher der Tagesschau musste sich am Donnerstagabend während der 20 Uhr Sendung mehrfach am Tisch festhalten und konnte seine Schlussmoderation nicht mehr sprechen. Viele Zuschauer machten sich auch auf Twitter Sorgen um den 69-Jährigen. So zwitscherte dieser User: Keine Ahnung, was da bei Jan Hofer in der Tagesschau los war, aber ich glaube, ich liege nicht verkehrt, wenn ich ihm alles erdenklich Gute und viel Gesundheit wünsche. Ein anderer textete: Jan Hofer zusammengebrochen? Habt ihr die Tagesschau gesehen? Dem Hamburger Abendblatt erklärte der Tagesschau-Chefredakteur Kai Kniffke nach dem Vorfall: Am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht, sodass er die Schlussmoderation nicht wie geplant lesen konnte. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert. Laut Kniffke wurde Hofer direkt nach der Sendung ärztlich untersucht. Am späten Abend gab es dann die Entwarnung auf Twitter. Hier postete die Tagesschau, dass es Jan Hofer wieder deutlich besser geht. Auch er selbst äußerte sich inzwischen zu dem Vorfall: Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffälligkeiten. Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, das ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss. Wir wünschen dem Tagesschau-Sprecher, dass er schnell wieder komplett fit ist.